Liebe Zuschauer der Zeit zur Lupe, heute wieder mal zweiter Teil zu dem UB-Wahlkampf. Neben mir Christian Thieme. Erst einmal herzlichen Glückwunsch, Herr Thieme, dass Sie das in die zweite Runde geschafft haben. Das ist ja bewundernswert. Ganz Danke. Toll. Einen weiteren liebe Grüße sende ich mal heute nach Theißen speziell. Und zwar, wir haben was Neueres für unsere Zeit zur Lupe zu verkünden, wo ich mich richtig freue. Die Antennengemeinschaft in Theißen sprach uns an und bat uns, ob sie unsere Filme verwenden darf. Für die Kabelgemeinschaft in Theißen. Wir haben dem gerne stattgegeben und freuen uns, weil ab jetzt oder auch die zwei letzten Sendungen werden auch im Kanal in Theißen gesandt. Und das ist eine schöne Sache auch für Sie, Herr Thieme, weil dann können wir gleich auch die Leute ansprechen direkt in Theißen. Ganz genau. Die Ortschaften. Herr Thieme, Sie haben vielleicht mitbekommen, ja auch Facebook lesen Sie auch ja diese Theißer Seite, dass ich Fragen ja Bevölkerung anbot, dass sie uns Fragen nennen, die wir dem OB und den Kandidaten stellen können. Ich hatte diese Sendung schon fertig gemacht mit Dr. Kunze. Die meisten Fragen, liebe Zuschauer, betrafen ja unseren amtierenden OB und weniger Sie. Ich nehme jetzt nur noch ein paar Fragen raus, die uns jetzt auch noch betreffen könnten als Kandidat. Ich hatte mir ein bisschen angekreuzt, ich brauche die Fragen auch nicht ganz weit vorlesen, weil die Zuschauer kannten es ja vom letzten Mal. Und zwar gab es eine Frage von einem Herrn Enrico Semper, das können wir Ihnen auch ein bisschen schon mal stellen. Die Frage passt auch zu Theißen ganz gut. Was denken Sie, was wichtig ist, um die Ortschaften, die erst recht frisch eingemeindet wurden nach Zeitz, also eine Verwaltungseinheit gebildet hatten, aber trotzdem noch ein bisschen außerhalb der sind, was man für das Umland tun kann. Sie haben sich ja vielleicht auch mal angeschaut, Luckenau, keiner Theißen diese Ortschaften. Was kann man für die tun als Stadt? Also aus meiner Sicht ist es immer wichtig, den Dialog zu führen und aufrechtzuerhalten und dass man immer ein offenes Wort hat für jeden und auch wenn Sie dort Anliegen haben, dann am besten über die Ortsbürgermeister an die Stadt Zeitz herantreten und dann im Dialog klären, wo es hakt und wo vielleicht Hilfe benötigt wird. Dann gab es nochmal die Frage auch beim letzten Mal aus dem Facebook, können Sie Ideen denn übernehmen aus den verschiedenen Wahlforen, die jetzt stattfanden, auch von Ihren Mitbewerbern? War da was dabei, was Sie denken, was Sie übernehmen könnten in Ihrer zukünftigen Stellung? Ja, also ohne konkrete Ideen jetzt zu nennen, ist es immer so, dass ich ein offenes Konzept fahren möchte und dabei immer im Blick habe, was das Beste für die Stadt ist. Also es kommt nicht darauf an, von wem die Idee kommt. Da muss man die Person von der Sache trennen. Also es kommt nicht darauf an, wer den Vorschlag gemacht hat, sondern ob die Idee insgesamt gut ist und ob man sie diskutieren kann. Fein. Dann hatten wir noch die weitere Frage gehabt. Achso. Genau, was bewegt Sie als Nicht-Zeitzer OB zu werden? Weil es ja nicht ganz richtig ist, von der letzten Sendung kenne ich ja noch, Sie den zweiten Wohnsitz hatten, kommt ja fast die Frage in der ersten Wohnsitz, Steuerzahlung, erklären Sie es mal unseren Bürgern. Ja, also die Motivation besteht oder ist eigentlich gewachsen daraus, dass ich Zeitz seit über 25 Jahren kenne, meine Familie hier herstammt und fest verwurzelt ist und ich mich einfach irgendwann mir die Frage gestellt habe, warum bestimmte Sachen einfach nicht passieren in dieser Stadt. Und das ist so, dass das Übliche, dass man merkt, dass in der Führung einer Stadt doch einiges besser gemacht werden könnte. Es gibt so viele offenkundige Probleme, die jedenfalls aus meiner Sicht nicht richtig angepackt werden. Und es ist zwar ganz interessant, als Anwalt vor allem in meinem Bereich tätig zu sein, aber es gibt eben auch noch größere Aufgaben, denen man sich widmen kann. Und aus meiner Sicht bin ich vielleicht genau der Richtige dafür, diese Sachen einfach anzupacken und mich und es für mich als Lebensaufgabe zu begreifen, eine solche Stadt weiterzuentwickeln. Toll. Dann war die Frage vom Herrn Uwe Kranheis nochmal, sind Sie Mitglied einer Partei? Ja, bin ich. Ich bin Mitglied der CDU, aber wie Sie vielleicht wissen, war es ursprünglich so von der örtlichen CDU, dass eine andere Kandidatin oder es angedacht war, eine andere Kandidatin aufzustellen und von daher kam es eigentlich gar nicht in Betracht, dass ich mich da näher vorstellen sollte. Ja. Dann gab es die Frage zwischendurch mal, vielleicht passt es ja auch ganz gut hier rein, ist der Umgang dann mit den Bürgern, falls man so ein Amt bekommt, das Mitbestimmungsrecht der Bürger und ein bisschen das Wort der direkten Demokratie, Beteiligung, was halten Sie denn davon?
Also mir ist besonders wichtig, dass man sein Ohr am Bürger hat, dass man immer ein offenes Ohr hat vor allem und dass man möglichst viele Menschen in Entscheidungsprozesse mit einbezieht, wobei ich mir da vorstelle, dass man, und die rechtlichen Gegebenheiten sind da in der Stadt Zeitz, dass man so etwas wie eine Einwohnerversammlung oder Bürgerversammlung durchführt, in der sich der Oberbürgermeister, also dann möglicherweise ich, sich den Fragen der Bürger stellt und möglichst versucht, diese Fragen auch zu beantworten. Eine direkte Demokratie ist wiederum was anderes. Wir haben immerhin den Stadtrat, der wesentliche Entscheidungen trifft, sodass sich die Bürger im Grunde genommen an die Stadtratsmitglieder wenden müssten. Was ich machen kann, ist, die Ideen der Bürger aufzugreifen und in Entscheidungsprozesse einfließen zu lassen. Fein, da gab es noch eine Frage, die passt jetzt, glaube ich, auch zu einer gewissen Überleitung nochmal. Ich bekam auch noch E-Mails dann von verschiedenen Bürgern. Und zwar Attraktivität der Stadt Zeitz generell mal, beziehungsweise Image der Stadt Zeitz. Was sagen Sie dazu eigentlich? Ja, hat einmal was mit dem Image generell der Stadt zu tun, aber auch dann unter dem Aspekt Tourismus. Das Image der Stadt, finde ich, ist noch nicht ausreichend entwickelt. Das betrifft, wie gesagt, den Tourismus genauso. Hier wird jetzt angefangen, aber es ist nur ein Anfang und es muss noch viel mehr getan werden. Zeitz hat Besonderheiten und Zeitz kann davon profitieren, dass Touristen nach Zeitz kommen, aber auch gleichzeitig mit der Verbesserung des Images sollte es auch wünschenswerterweise dazu führen, dass die Zeitzer selber sich ihrer Stärken viel mehr bewusst werden. Denn wir haben hier interessante Punkte und in der Stadt interessante Sehenswürdigkeiten, Sachen, die einfach mehr hervorgehoben werden könnten und auf die man stolz sein kann. Jetzt noch ein ganz anderes Thema mal. Es wird immer sehr viel gesprochen bisher, wenn man die Zeitung anliest oder die Presse ein bisschen. Wir haben von Baumaßnahmen gesprochen, was kann ein Oberbürgermeister tun. Aber eins der Hauptpunkte ist als Oberbürgermeister, man ist ja immerhin Chef einer Verwaltung mit doch, glaube ich, 300 Beschäftigten. Und das ist eine ganz wichtige Sache für mich mal. Wie sehen Sie die Rolle eines Vorgesetzten zu seinen Angestellten? Wie sehen Sie die Rolle der Qualifizierung von Mitarbeitern und das Verhalten eigentlich? Was ist für Sie der Mitarbeiter? Wie betrachten Sie ihn? Als Oberbürgermeister ist man Chef der Verwaltung und führt einen großen Stab an Mitarbeitern. Mir ist wichtig ein wertschätzender Umgang untereinander und auch hier ein Dialog in alle Richtungen, nach oben und nach unten. Gespräche helfen immer und die Mitarbeiter müssen ihren Aufgabenkreis eigenverantwortlich wahrnehmen. Es muss ein Controlling geben, ein Nachhalten, dass das, was man bewirken wollte, auch tatsächlich bewirkt wurde. Wenn nicht, muss eben nachgesteuert werden. Und qualifizierte Mitarbeiter sind wichtig und das kommt nicht zuletzt durch Qualifizierung, die ständig von den Mitarbeitern wahrgenommen werden muss. Herr Thieme, viele Bürger interessiert es ja immer, wo sie ihren dauerhaften Wohnsitz dann anmelden. Ist dann Zeitz nur ein Job für sie mit Pendeln? Oder melden Sie auch den ersten Wohnsitz hier an und Ihre Familie kommt mit? Natürlich werde ich meinen ersten Wohnsitz hier in Zeitz nehmen. Das ist immerhin die Stadt meiner Vorfahren. Mein Vater lebt ja schon hier und meine Familie und ich werden hier ihren ersten Wohnsitz nehmen und nur hier wohnen. Kann sein, dass es am Anfang natürlich mit zeitlichen Verzögerungen verbunden ist, weil meine Frau Anfang Mai noch unser zweites Kind bekommt. Aber natürlich werden wir hier herziehen mit Katz und Maus und allem, was dazugehört. Fein. Es war jetzt eine Privatsache, Sie können das auch ablehnen, die Frage, weil Privatleben ist Privatleben und Job ist Job. Aber Sie haben ja von einem zweiten Kind gesprochen, also haben Sie schon ein Kind? Ihr erstes Kind, wie alt ist denn Ihr Kind? 22 Monate. Ist ja süß. Also ziemlich. Ist ja süß. Na, haben Sie Ihr Kind schon mal, waren Sie schon mal in Zeitz mit der Familie denn auch dann mit Kind schon hier? Kind ja, selbstverständlich. Also erst vorletzte Woche und dann natürlich, also was heißt natürlich, aber kurze Zeit nach der Geburt, man musste ja auch den Sohn meinem Vater nochmal im
in unserem Haus präsentieren. Und er war natürlich auch in Hamburg zur Geburt da, aber natürlich waren wir hier häufig, gerne auch vor allem im Sommer und im Garten. Und was sagen Sie, wir sind immer gerne hier. Was sagen Sie zu dem Spielplatz angebotenen Zeitz? Wenn Sie so einen kleinen Jungen hier haben, dann wird der Spielplätze für Sie ein wichtiges Augenmerk sein. Ja, also tatsächlich haben wir noch nicht alle Spielplätze hier in Augenschein genommen, weil wir häufig einfach nur im Garten sind bei uns und oder einfach durch die Gegend fahren oder in die Stadt, sodass wir zu den Spielplätzen eigentlich gar nicht kommen. Aber es gibt wohl einige Spielplätze, die noch sanierungsbedürftig sind. Und da nützt es immer wenig, wenn diese möglicherweise jährlich durch den TÜV oder andere Institutionen überprüft werden. Spielplätze sind ganz wichtig, natürlich für junge Familien. Aber wenn da im Einzelfall was zu tun ist, möchte ich übrigens einfach mal vorschlagen, dass auch vielleicht sich die Eltern mal da zusammentun und da eine Initiative gründen, eventuell über die Ortsbürgermeister oder in Zusammenarbeit mit der Stadt. Die Stadt muss dafür natürlich offen sein, da selbst Hand anlegen und vielleicht, wenn es geht, notwendige Reparaturen vornehmen, nämlich vor allem dann, wenn das Argument kommt, dass kein Geld da ist. Ne? Also dann kann man vielleicht durch Eigenarbeit einiges sparen und erspart sich dann mühsame Behördengänge und langes Warten, denn ein Sommer ist schnell vorbei und damit auch das Interesse an einem Spielplatz. Jetzt habe ich noch eine Frage gehabt. Ach so, vielleicht mal was. Ja, trinken, ist in Ruhe. Und zwar ist so in den einzelnen Foren kam ja manchmal immer dieser, nicht Vorwurf, aber das Bedenken, Dr. Volkmar Kunze, Ihr Gegner, sei der Fachmann, der also alles kann in der Verwaltung, der alles kennt. Und Sie als neuer Mann, woher nehmen Sie den Glauben, die Kenntnisse zu haben, die Fachkenntnisse zu haben, Ihren Job dann auch ordentlich auszuführen? Also grundsätzlich erstmal habe ich ja schon öfter gesagt, dass ich Volljurist bin. Ich habe in Sachsen-Anhalt, also in Halle, Examen gemacht und in Sachsen-Anhalt mein Referendariat. Ich bin da auch in verschiedenen Behörden ausgebildet worden. Natürlich habe ich in der Zwischenzeit als Anwalt gearbeitet im Bereich Insolvenzverwaltung und Sanierung. Aber auch da gehört die Führung, jedenfalls die zeitweilige Führung von Unternehmen auch dazu, Unternehmen aller Art. Und daher habe ich eben auch Kenntnisse, weil ich das vielfach gemacht habe, nicht nur was mittelständische Betriebe angeht, sondern auch Verhandlungen mit Investoren, Erhalt von Arbeitsplätzen, eben die Dinge, die wesentlich sind, auch für die Stadt Zeitz. Und es ist so, es ist alles kein Hexenwerk, das kann man alles lernen, wenn man das möchte und vor allem, wenn man das muss. Von daher, ich traue mir das einfach zu. Liebe Zuschauer, hiermit enden erstmal die offiziellen Fragen, die ja über Sie zu uns hereintrafen und die Ergänzung. Ich hatte heute früh mal noch eine E-Mail bekommen von einem Bürger, der mich bat, Kandidaten noch eine Frage zu stellen. Und ich lese es mal ganz kurz vor, ganz bin ich vorbereitet drauf, aber ich lese einfach mal vor. Wie ist Ihr Standpunkt zum Thema Unterstadt, Einbinden der Unterstadt Zeitz in den Rest der Stadt? Fragezeichen, welche Maßnahmen wollen Sie ergreifen, um auch die Unterstadt attraktiver zu machen? Also die Elster Vorstadt, wie sie ja richtig heißt, ist ein wichtiger Teil der Stadt. Dort liegt ja auch der Bahnhof, der ja zukünftig einer sinnvollen, nachhaltigen Nutzung zugeführt werden muss, genau wie der Rewe-Markt als Nahversorger. Inwieweit es vielleicht sogar sinnvoll wäre, dort ein Stadtteilmanagement zu installieren, um den Stadtteil insgesamt zu entwickeln, das wäre doch zu überlegen und sinnvoll, denke ich. Weitere Frage aus dem E-Mail. Welche Maßnahmen glauben Sie, können Sie umsetzen, um in Zukunft die Behinderung und zeitliche Ausdehnung durch Baumaßnahmen der Stadt Zeitz zu minimieren? Ich übersetze den Satz wie folgt. Der Bürger fragt besorgt, ob Baustellen immer jahrelang dauern müssen. Ja, das ist in der Tat ein Punkt. Bei solchen Baumaßnahmen muss man natürlich erstmal fragen, wer eigentlich zuständig ist für diese Baumaßnahme, ob Stadt oder Land. Aber grundsätzlich gehört zu jeder Baumaßnahme ein Bauzeitenplan, aus dem man eigentlich entnehmen können müsste, welche Maßnahme wann abgeschlossen zu sein hat. Und wenn es das im Einzelfall nicht gibt, dann muss man eben versuchen, sowas nachträglich zu installieren
Oder zumindest muss man da regelmäßig bitten, dass einem da der jeweilige Bautenstand mitgeteilt wird. Dürfte Ihnen als Anwalt nicht schwerfallen, ist eine vertragliche Vereinbarung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer. Wenn es vereinbart ist mit dem Bauzeitenplan, aber ansonsten kann man ja mal nachfragen, regelmäßig. Gut. Kleiner Hinweis, steht sogar, glaube ich, im Gesetz drin, dass ein Bauzeitenplan mit zu vereinbaren ist. Können wir davon ausgehen, dass in der Zukunft, bevor neue Baumaßnahmen ausgerufen werden, die betroffenen Bürger und Unternehmer informiert werden, wenn es um Behinderungen geht? Es scheint, hier hat mich jemand angeschrieben, der Angst vor einer Baumaßnahme hatte. Ja, das ist verständlich. Also das sollte eben so sein, dass die Betroffenen dort informiert werden. Denn es gibt ja nicht nur Anwohner, beispielsweise in der Weißenfelser Straße, wo Baumaßnahmen ja in den nächsten Jahren anstehen, sondern eben auch Gewerbetreibende. Und an sowas hängen schlicht Existenzen. Und wir können es uns nicht leisten, auch nur einen Unternehmer hier durch Baumaßnahmen zu verlieren. Also das wäre ja das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen als Stadt. So, liebe Zuschauer, jetzt ist die Fragerunde eigentlich rum. Und Sie, Herr Thieme, jetzt haben Sie die Möglichkeit, direkt in die Kamera noch was aus dem Bauch raus zu erzählen oder unseren Bürgern zu erzählen, die Sie ja in Zukunft nicht regieren wollen oder als Dienstleister zur Verfügung stehen. Wie sehen Sie Ihre Rolle? Also in freien Worten. Ja, drauf los. Liebe Zeitzer, zunächst möchte ich mich für die vielen Stimmen bedanken, die ich jetzt schon von Ihnen bekommen habe. Denken Sie mal dran, Sie haben in der Hand, wer die Stadt in den nächsten 7 Jahren führt. Und ich hoffe, Sie sind genauso engagiert nach der Wahl, denn ich lege sehr viel Wert auch auf bürgerschaftliches Engagement und zähle da auf Ihre Mitarbeit. Danke. Dann wünschen wir Ihnen alles Gute zur Wahl und ich verabschiede mich auch und danke Ihnen fürs Zuschauen.